selber auch einen, aber den möchte ich nicht nehmen. Den möchte ich schon behalten. Werden kann. Oh, ich hätte sogar genügend. Was war's? Nee, nur. Nur Steinziegel waren's, ne? I'm on fry. Gut. Ein Stück? Ach, Scheinkleister. Weil ich nicht mehr. Ha! Ding, ding. Noch einmal? Noch so ein Ding? Nochmal ding, 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 ding. Einmal. Dann nicht mehr rein. Ja, natürlich nicht. Warum auch, ne? Warum auch? Das wäre doch völliger Unsinn, wenn ich das einfach mal so mache, damit es passt. So, wo habe ich die hingetan? Hier, ne? Sich alle hier rein. Planen kann. Jut. Für mein Scheiß am Sonntag. Mach ich alles am Sonntag. Jetzt noch buddeln gehen. Schon die Gefahr vor den Ruinen. Was machen du hier? Und du vor allen Dingen. Die Erze sind hier so schön. Sie dürfen nicht verborgen bleiben. Ich muss sie ausgraben. Ja, den Drang kenne ich. Was ist das? Erzlager. Aha. Okay. Wie buddelt ihr hier? Ich wollte gerade sagen, geht doch gar nicht. So, jetzt gehe ich mal so weit, wie es geht.
das mit der Akupunktur habe ich jetzt mal nachgelesen. Achso, das war der wahrscheinlich. Ich war schon fertig, aber hinten dran war vielleicht noch so ein Ding. Ja gut, ich habe das mit der Akupunktur nachgelesen. Das ist im Grunde genommen, dass man den ganzen Skillbaum sich neu machen kann. So habe ich das zumindest verstanden. Das ist nämlich so etwas, was tatsächlich durch die Heirat mit Phyllis um einiges verbilligt wird, weil die 40% drauf gibt. Anscheinend wird das mit der Zeit wird das auch teuer, weil das exponentiell anscheinend sich verteuert. Und ja. Aber wenigstens die Ausdauer wird durch die Heirat mit ihr erhöht. Oder die Freundschaft zumindest. Das ist auch schon mal viel, viel wert. So wie ich die Sache hier sehe, ist so richtig Ausdauer brauche ich hier in dem Bereich jetzt noch nicht so wahnsinnig. Aber das kann sich ja durchaus ändern, wenn ich in Ruinen gehe, wo dann auch irgendwelche anderen Viecher rumhopsen, die mir ans Leder wollen. Ich glaube, das ist dann was anderes. So, komme ich nicht mal raus, oder wie, ne? Probier mal wieder nach oben. Richtung. So wahnsinnig tief kann ich da auch gar nicht gucken, ne? Ich glaube, ich müsste so langsam wirklich mal in Erwägung ziehen, in eine andere Ruine zu gehen, weil so sonderlich ist das jetzt hier nicht mehr. Mal das Ding hier freibuddeln. Einfach nur was können. Ich habe mir jetzt sozusagen persönlich ein unausgesprochenes Ziel gemacht, dass ich immer eine Woche spiele am Stück. Damit ich so ein bisschen Plan, Ordnung habe. Es ist, also 3 Stunden, 3,5 Stunden am Stück spielen ist doch schon anstrengend. Also auch wenn das Spiel schön ist, aber ich merke es. Dass ich vergesse zu trinken und dann wird mir so ein bisschen. Hä? Das ist witzigerweise, wenn ich ESO spiele, ist das nach kurzer Zeit schon so. Das ist anscheinend die Perspektive. Ich habe versucht, das dann auf so wie bei dem, der so weit wie möglich auf 3D zu Third Person zu stellen. Dass ich mir selber sozusagen zugucken kann, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich First Person mache. Das ist mal einiges unangenehmer mit der Zeit. Ein Ventilator. Pustet überall Luft hin. Ja, das ist schön. Was ist denn das da? Denkmalmodell. Ach ja, das ist für dieses Stäbchen da. Was ist das? Oh, klasse, da könnte ich sogar das wäre fertig. Das wäre fertig. Das ist ja geil. Ich hätte was fertig. Kling, kling. Ah, Kupfer. Der Klang des Kupfers. Schön. Wundervolles Geräusch. So, wie ist es? Nix. Nix. Gucken wir wenigstens nach Kupfer, ne? Da ist kein Kupfer. Ist Dreck. Schnöder, langweiliger Dreck. Da ist wieder Kupfer.
aus hier. Mal was trinken. Nachts ist sogar noch hell. Gut, bis zum Forschungszentrum packe ich es nicht mehr. Ein bisschen sortieren gehen. Wenn ich schon mal hier bin. So, alles reinsortieren. Da ganz viele neue Dinge. Und zwar hier, das war einer. Achso. Hier kommen wir mal ganz raus, das raus. Das generell mal raus. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht doch noch irgendwas. Was? Komisches Glasgefäß. Das war das hier, ne? Da fehlt aber auch noch Zeug. Das ist von der Puppe. Das hier ist zum Angriff. Der gehört hier gar nicht hin. Der gehört auch nicht hier hin. Das ist sonst was. Platzieren im Haus. Oh, okay. Gut, dann hier kommt Dennis Schläger hin. Hier, so rum. Das da kann man. Was war's noch? Das weg. Das ist alles einzeln, das stimmt. Das war nur für das Sonntag. Wir haben jetzt Samstag, oder? Ja, wir haben Samstag. Dann stimmt's. Das ist alles. Das könnte ich ja sogar jetzt schon machen. Das könnte ich sogar. Das. Ich weiß gar nicht. Ist die Omi in der Kirche? Ne, die ist bestimmt bei ihrer Fischer, ne? Das da ist fürs Forschungszentrum. Kann ich den anziehen? Tatsache. Ah. Aber ich hätte gern doch das, oder? Ja, ja. Den Schal, den könnte ich eigentlich auch verschenken, so wie ich das verstanden habe. Den habe ich ja, glaube ich, irgendjemandem geschenkt, ne? Weißt du, ach, das ist jetzt auch blöd hier, ne? Nee, warte, also, mache ich das hier raus. Das mache ich auch raus. Das mache ich auch raus, weil ich gehe ja nicht mehr in die Ruine. Dann, wie viel Holz habe ich denn noch? Jede Menge, aber es verbraucht ja immer unfassbar viel für den Schmelzofen. Den Sand muss ich irgendwie mal wegkriegen. Glas draus machen, ne? Ja, aber im Schmelzofen kann ich es nicht gebrauchen gerade.
Deluxe gehe ich mal zur Brücke. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Dass ich zuerst die Rampe reinhaue in den Morast, bevor ich das mit dem anderen Brückenteil mache, dass sie an die Mitte kommen soll. Also irgendwo macht Sinn. So, jetzt könnt ihr gerade noch da hinten, da waren also so die komischen Muschelfiecher, könnte ich die noch besuchen? Bist du? Bist du mysteriöser Mann? Ein mysteriöser Händler. Ho ho, ein weiterer treuer Kunde ist aufgetaucht. Ich werde der mysteriöse Händler genannt. Stets eine Freude. Du siehst cool aus. Portia ist die einzige Stadt, die ich liebe. Was? 2 Tage pro Monat hier zu verbringen, ist schön für mich. Sei schon der Laden. Was hast du denn? Ein Ehering. Ja, das ist, nur 2 Tage bist du hier. Okay. Dann muss ich mir das irgendwo notieren, oder? Falls ich mal irgendwann, ne? Heiraten will. Es sei denn, ich kann mir das Ding selber klöppeln. Einbeiniger Esstisch. Der ist eigentlich ganz hübsch. Oh, Silikonchips brauche ich dafür. Was ist das? Baumstammsitzbank. Schön. Eine Uhr. Ein Ötchen. Was ist das? Ein Glücksbeutel. Darin ist ein Teil eines Relikts. Ah, das ist so ein Lootbeutel, ha? Nee, danke. Zersplitterter Spiegel, ein Zeichen der Scheidung. Okay. Katzenkörbchen. In Rosa. Könnte ich mir sogar leisten, ne? Ich habe zwar keine Katze, aber. Ein Klavierstuhl. Mit Metallkiste. Zahlreiche Gegenstände? Zahlreiche Gegenstände? Bin ja gar nicht neugierig, ne? Also doch eins hätte ich gern. Was haben wir da noch so dolles Zeugs? Luxus-Angelset. Für den ernsthaften Angler. Handwerkskiste. Ausdauer. Na, war hübsch. Ein Kuchen. Gemälde. Miesegeize. Zeig mal. Die können wir doch irgendwo hin. Der Bär. Der Bärium. Orks oder wie der heißt. Gemütliches Lässt. Lässt Hunde gut schlafen. Ja, Hund brauchen wir nicht. Namenskarte. Besonderer riesiger Samen. Was ist das? Farbroller. Eine andere Wandfarbe. War gar nicht mehr so blöd. Bodenpinsel. Ah ne, das hat noch Zeit. Doppelbett, alles klar, alles klar. Kinderpuppe, nein. Abschiedsmarke? Um die Adoption. Ah, okay, im Haustier, ich wollte gerade sagen. Also, weil ich habe nämlich gelesen, wenn man mal ein Kind hat, kriegt man das nicht mehr los. Und zwar in genau dem Wortlaut. Wo ich mir dann dachte, ja. Ist auch gut so. Was soll das? Blumenständer? Kriegt man sie nicht mehr los. Als würde man sich... Also, die Formulierung war nicht nett. Dann kann man das Haustier rausschmeißen. Ist ja furchtbar. Nix da. Kinder und Haustiere bleiben bis zum bitteren Ende. So, das ist halt etwas, das interessiert mich auch. Da bin ich neugierig. Sehr schön. So, apropos, ich wollte
Kalender. Hier, Notizen. Hinzufügen. Mystic Man. Wo war er? Jetzt haben wir, keine Ahnung. Mitternacht. Erste Brücke. Gut, zurück. Hat's das? Ja, hat's gemacht. Sehr schön. Alles klar, alles klar, alles klar. Ah ja, okay, es ist nicht wirklich Mitternacht. Zufrieden. Müsst ja eigentlich müsst ja eigentlich die Schale kaputt gemacht haben dabei, oder? Das ist mal ohne Witz. Fein. Dup-di-dup-di-dup. Und Schleim. Und Fleisch. Okay. Alle Menschen. Ah, die schlagen zurück, die cleveren kleinen Biester. Sympathisch. Sein, dass der irgendwie mit seinen Level 10 schwächer war als die anderen beiden, oder war das jetzt nur Übung? Übungssache. Sind ein bisschen weit auseinander, ihr Leute, ne? Könnt ihr nicht ein bisschen näher aneinander spawnen? Das wäre sehr freundlich. Ich bin ein bisschen faul, ne? Geh du mal ein bisschen vom Wasser weg. Ach, wunderbar. Dann das für Viehzeug da hinten. Noch nicht gematscht. Machen wir das nächsten Tag. Irgendwann später. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Wer weiß, was die abwerfen. Puschelschwänzchen oder sowas. Oh, dann bin ich ja doch ein bisschen weit weg von zu Hause. Hol mal die Kaka noch mit. Kälbchen. Oh. Kann das Spiel blind? Nein, kann ich nicht. So. Okay. Alles mal. Achso, nee, hier ist ja Futter. Futter ist hier. Das hier weg, das hier weg. Ach, guck mal da. Das war der. War das der Mysteriöse? Nee, das war der mysteriöse Samen. Ah, okay, okay, okay. So. Das hier raus, das raus, das raus. Kann ich mir.
selber machen mit dem Kack, hä? Das wäre gar nicht mal so übel. Das wäre gar nicht mal so doof. Das ist eine Metallkiste. Was mache ich denn da rein? Was könnte ich denn da reinmachen? Könnte ich doch eigentlich den Fisch reinmachen, oder? Einfach mal nur so rein vom Sinn. Vom Sinn her könnte ich doch den Fisch da rein tun. Das wird mir nämlich so vom Sinn her wird mir das gefallen. Achso, ich habe kein Blatt mehr. Ja, das ist sogar mehr Platz, sehr schön. So, das weg, das weg. Fisch. Nee, das Stop-Up-Zeug bleibt drin, auch wenn es richtig unangenehm ist, daran zu denken, dass frisches Fleisch mit alten Garnelen. Weiß nicht. Weiß nicht. Ist nicht schön, der Gedanke. Nein, ist nicht schön. Allein wenn ich in die Kiste gucke, kriege ich schon Salmonellen. So, was haben wir denn hier? Schleim. Schleim. Glas könnte ich jetzt hier noch jede Menge machen, ne? Genau, einmal auftanken und Glas könnte ich. Sand wegkommt. Ist doch mit Sand, oder? Ja. Gut. Dann mach du mal da das die Glasressource mal ein bisschen. Oh. Da kann ich lang Glas machen. Ich glaube, da könnte ich jetzt wirklich mir überlegen, doch vielleicht einen zweiten zu bauen, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Könnte ich doch wirklich in Erwägung ziehen. Was ist denn ein zweiter? Was braucht man da? Steinhocker, einen nur und Holz. Ja, es wäre auch klasse, wenn du das hinstellst. Steinhocker, den habe ich sogar noch hier rumstehen. Ne? Nee. Nehmen. Was? Was war das denn jetzt, bitteschön? Ich hab den mit rechts nicht. Hä? Wo ist der? Achso, er ist jetzt kein Rohstoff mehr, oder wie verstehe ich das? Das zählt jetzt nicht mehr als Rohstoff. Oder was? Oder wie? Oder hä? Doch, jetzt. Okay, ich weiß auch nicht, was das jetzt war. Brauche ich Holz oder brauche ich Holz? Ach Gott. Ich hab's echt. Ich bin voll gut. Was brauche ich jetzt nochmal? Holz. Holz brauche ich. Gut, dann brauche ich halt Holz. So, mal auf die Uhrzeit achten. Ja, genau, da war was. So. Das Holz rein. Hier das Holz rein.
bisschen zu knapp.